Gut, dann markieren wir uns mal noch den Nav-Punkt. Hier draußen gibt es auch keinen Abwurfpunkt nochmal für eine Drohne, ne? Hätte ich eigentlich gedacht. Aber gut. So, dann kommen wir mal zu dem angaranischen Artefakt. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Ach du Schande. Na gut, probieren wir's. Oh, hoppsa. Ja, das reicht. Das reicht. Wunderbar. Wir könnten an Orten wie diesem angaranische Artefakte zu finden sein. Wir sollten ihn durchsuchen. Ausgezeichnet. Ich park mal hier vorne. So. Da, wo es nicht ganz so steil ist. Nicht, dass uns der Nomad noch abgeht hier. Und dann schauen wir uns mal ein bisschen um, würde ich sagen. Gibt es irgendwas zu scannen? Nee, ne? So, da oben müssen wir hin. Ja, schauen wir mal. Aha, ein Behälter. Das nehmen wir gern mit. Ich vermute einfach mal ganz oben auf der Spitze hier. Wäre jetzt wenig überraschend. So, das ist auch nicht das, wonach wir suchen. Aha. Ein Revan? So eins habe ich noch nie gesehen. Wir sollten es Avela zeigen. Sehr schön. Okay. Hätten wir das also auch erledigt. War auch nicht sonderlich spannend, jetzt muss ich zugeben. Aber naja. Da müssen wir noch irgendwann mal nach Volt. Vielleicht werde ich das auch so abseits der Aufnahme mal machen, um es zu vervollständigen einfach. Und dann können wir das auf Aya ins Museum bringen, das Ganze. So, dann reisen wir doch mal schnell. Hatten wir drüben nicht auch mal einen Schnellreisepunkt? Naja. Gut, machen wir das so. Und schauen uns nochmal den Punkt an, den wir da noch auf der Karte haben. Ja. Ja, die Kette lasse ich jetzt einfach mal machen. Das ist jetzt mir gerade nicht so wichtig. Von denen gibt es ja schließlich auch endlos Viecher. Ja, wie wir sehen, da kommt auch schon der nächste. Hallo, Boys. Einfach durchfahren. Einfach ignorieren. Als ob die uns das tun könnten. Oh, die sind aber gerade echt lästig, muss ich sagen. Also so viele wie hier gerade ankommen. So, mal schauen, wo wir da jetzt hin müssen. Hier scheint es ja irgendwie in die Berge zu gehen. Ach nee, hier dahinter geht es wieder flach lang. Okay. Wir nähern uns dem Nav-Punkt für das Waffenlager Pathfinder. Hoffentlich ist es die Credits wert. Hoffe ich auch. Oh, warte. Wir wollen hintergangen. Was? Ah. Das ist die Hintergehung, die gemeint ist. Aha. Du kleiner Sack, du. Ich hämmer dich zu Tode mit einem Kroganerhammer. Ah. Machen wir das so. Okay, haben wir noch einen für mich zum Spielen? Irgendwo schon, ich weiß bloß nicht wo. Aha, da ist er also. Tja, ich glaube, auf Angara darf man niemanden trauen. Auf Kadara darf man niemanden trauen. Hallo. Hui. Es macht einfach so viel Spaß. Gut, dann können wir uns ja jetzt mal das Waffenlager anschauen.
Na, hat sich's für dich gelohnt? Gut, habe ich geschossen? Ich weiß es gar nicht. Sieht nicht so aus, nein. Mal die Waffe wegstecken. Und dann hoffe ich doch, dass wir hier was Gutes haben. Es ist voll. Ich hatte wegen des Hinterhalts eigentlich damit gerechnet, dass das Ganze ein Betrug war. Wir sollten die Turianerin damit konfrontieren. Eine Erklärung verlangen. Gut. Also, das war doch dann ganz erfolgreich gewesen, würde ich meinen. Heißt für mich, wir gehen wieder zum nächsten... Ach, gehen wir doch mal zu dem Punkt wieder, wo wir gerade schon waren. Ist eigentlich egal gewesen jetzt, ob ich den oder den direkt am Eingang von Kedara Port genommen hätte. So oder so hätten wir jetzt ein Stück fahren müssen. So, müssen wir bloß mal schauen, wo es davon durchgeht. Einfach mal durch das schlecht einsehbare Gebiet fahren. Durch die Nebelquelle. Okay, vielleicht wäre der andere Weg doch eher straightforward gewesen. Aber naja, das weiß man ja vorher nicht. Also vielleicht schon, wenn man sich einprägt, durch was für ein Gelände man vorher schon mal gefahren ist. Aber naja, man kann sich ja nicht alles merken. So, schön durch. Und jetzt haben wir doch direkt einen Weg. Sehr schön. War das hier schon? Ja, sieht ganz danach aus. Hui. Nomad Physics. Wie früher mit dem Marco. Es ist einfach traumhaft. So, ja, hier waren wir ja schon mal. Das kennen wir ja alles schon. Na, Aislinn? Ja? Ah, nichts Neues, okay. Passen Sie auf sich auf. Ja, klar. Ich gehe mal lieber, bevor der Marco mich überrollt. Der scheint jetzt zu rutschen. Ja, das war ja dieser Funkmast gewesen, diese Funkanlage, bei der wir hier rumgekrochen sind schon mal. Hey, diese Asari, Nyeth, hat ihre Patrouillenpläne an die Plünderer verkauft. Ich wusste es. Verdammter Junkie. Danke für die Info. Man sieht sich. Ja, klar. Ich verstärke ja, den Schuss. Irgendwas war da mal. Ich meine, mich erinnern zu können. Ah ja, macht das schon. Ihr macht das ganz ausgezeichnet, Leute. Ja, ich habe euch mal verraten, ne? Ich hoffe, das ist okay für euch. Verpissen Sie sich. Oh. Ah ne, das ist sie gar nicht. Ich glaube, das ist eine andere. Ah ne, Nyeth ist die hier, oder? Ah ne, die hieß Fraser. Ach, was weiß ich denn? Wieder zurück. Der Nav-Punkt war eine Falle. Eine Falle? War das Lager nicht dort? Sie haben mich in einen Hinterhalt geschickt. Ich habe sie nirgendwo hingeschickt. Ich habe eine Position geliefert. Sie haben beschlossen, dorthin zu gehen. Ich bin für das Handeln meiner anderen Kunden nicht verantwortlich. Andere Kunden? Ich habe den Nav-Punkt mehrfach verkauft, möchte aber zur Verteidigung anführen, dass es unerwartet war, dass sie alle gleichzeitig dort auftauchen. Aha. Ja, das Geld hätte ich schon ganz gern zurück. Das wäre cool. Ich will meine Credits zurück. Tut mir leid, Schätzchen. Rückerstattungen gibt's bei mir nicht. Außerdem haben sie doch ihre Waffen bekommen. Aber ich mag keine unzufriedenen Kunden. Ich gebe ihnen einen Rabatt für ihre Unannehmlichkeiten. Das ist mehr als fair. Mehr als fair? Das bezweifle ich. Ja, kaufen wollte ich aber eigentlich nichts bei dir, muss ich zugeben. Du hast jetzt auch nicht so geile Sachen. Okay, ein bisschen Rohstoffzeug. Aber ansonsten... Modell eines Cat Shuttles. Ach ja, warum nicht? Man hat ja sonst nichts zu tun. Gut, ich meine, falls wir mal Rohstoffe brauchen. Hier gibt es zumindest ein bisschen was. Aber ja, brauche ich jetzt gerade nicht unbedingt. Initiative? Keine Ahnung, wir holen uns mal. Ach, die Lackierung hier für den Nomad. Ah, okay. Ja, warum nicht? Klar.
Ist okay. Halt, N7-Lackierung? Willkommen zurück. Jo, bin wieder da. Komm, dann holen wir uns die auch noch. Die hätten sie gerade eben ja auch schon mal mit anzeigen können. So, jetzt scheinen wir aber alle Lackierungen, die es hier gibt, zu haben. Ja, da haben wir zumindest mal ein bisschen Auswahl. Weil bislang haben wir ja nur dieses Beehive-Skin-Modell. So, ich glaube, ich werde jetzt gar nicht erst wieder in den Nomad steigen, sondern wir können jetzt eigentlich direkt zu der Drohne hier flattern. Wenn ich es denn hinkriege. Ich muss sagen, ich finde das immer wahnsinnig nervig, wenn die Sachen fast übereinander liegen, die Marke. Den richtigen zu erwischen ist dann meistens äußerst schwierig. So. Dann fahren wir mal kurz da runter. Vielleicht gibt es ja auch noch mal ein bisschen Überlebensfähigkeit für uns. Wer weiß. So, wo stehen sie denn? Nee, nicht hier. Ach, da oben. Das sind sie ja. So, Scenarios. Hallo. Haben Sie die Fundorte der Opfer? Nur so ist gewährleistet, dass Ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Oder Sie geben mir die Daten und erhalten eine schnelle Belohnung. Etwas Reelles. Jemand muss für diese Morde zur Rechenschaft gezogen werden. Danke. Eine Zivilisation ist nichts ohne Gerechtigkeit. Yay, Lebensfähigkeit geht nochmal hoch. Ganz ausgezeichnet. Gut, damit scheinen wir jetzt erstmal soweit eigentlich alles abgearbeitet zu haben hier in Gedara. Ich meine, wir haben natürlich noch ein paar Ressourcen, die ich abbauen könnte, aber das ist jetzt nicht so essentiell. Ich würde es vielleicht nochmal versuchen wollen hier am Außenpostenstandort. Einfach mal schauen, ob wir jetzt das Ding errichten können. Muss nicht sein, kann aber eventuell. Vielleicht hat es ja was mit Charybdis Point zu tun. Dass das erst abgearbeitet sein musste, bevor wir hier tätig werden können. Denn an sich müssten über 80% eigentlich reichen, so erfahrungsgemäß von den anderen Planeten her. Wenn es dann immer noch nicht klappt, vermute ich, dass es irgendwie mit dem Hauptquest zu tun hat, dass wir das noch momentan noch nicht machen können. Ich frage mich ja auch jetzt, nachdem wir das Gewölbe untersucht haben und wieder repariert haben, ob jetzt immer noch Schwefelquellen hier vorherrschen oder ob man das Wasser jetzt trinken kann. So, geht hier jetzt was? Nein, immer noch nicht. Ich frag mich echt, was notwendig ist dafür. Naja, gut. Wenn das so ist, kehren wir zurück auf die Tempest. Muss ich dazu erst in den Nomad steigen? Ging das nicht mit T? Ah ja, genau. So. Verlassen wir diesen Planeten und dann schauen wir mal, was wir so an Mails und Gesprächsmöglichkeiten auf der Tempest haben. Ab in den Weltraum. So, zurück an Bord. Und ich meine, dass wir... Gil ist bereit, mit Ihnen über den CAT-Transmitter zu sprechen. Stimmt, das haben wir mit Gil auf jeden Fall. Mit dem CAT-Transmitter. Das ist ja die Hauptstory quasi, mit der es weitergeht. Und ich meine, dass wir auch noch ein Gespräch im Konferenzraum haben. Ryder. Mit dir gibt's nichts, okay? Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. Ciao, Suvi. Gibt's das mit Carlo? Vielleicht mal wieder ein Streitgespräch mit Gil? Ich glaub's nicht. Gil hat unsere gesamte Navigationsmatrix umkonfiguriert. Überraschend. O'Connell hat ein Dutzend Außeneinsätze riskiert, um das alles einzurichten. Verdammt! Carlo, nicht! Übernehmen Sie das Steuer. Mir reicht's jetzt. Oh, jetzt geht's los. Der Beef erreicht seinen Höhepunkt. Ihnen ist völlig egal, was mein Team und ich auf uns genommen haben, um dieses Schiff zu bauen.
Richtig. Ich will, dass wir hier draußen überleben. Und wenn ich dazu das Schiff umbauen muss... Dazu haben Sie nicht das Recht. Okay, diskutieren wir das aus. Was ist los? Ich mache meinen Job und er macht alles rückgängig, weil... keine Ahnung warum. Sie waren nicht dabei. Wir mussten unterschiedlichste Tech in einem einzigen Raumschiff zum Laufen bringen. 50-Stunden-Schichten, neue Erkenntnisse, Unfälle. Menschen vergessen, Salarianer nicht. Für mich ist das alles völlig präsent. Mein Team ist hier. Die Tempest auszuschlachten wie ein kaputtes Funkgerät gefährdet alles, wofür sie so viel gelitten haben. Es gefährdet ihr Vermächtnis. Ich kann nachvollziehen, warum sie so empfinden. Im Ernst? Hören Sie, Kellow. Ihre Leute haben sehr gute Arbeit geleistet, aber sie sind tot. Und sie hätten nicht die Hälfte der Probleme in Helios vorhersehen können, wie zum Beispiel die Geißel. Wenn wir uns nicht anpassen, werden wir auch sterben. Soll so etwa dieses Vermächtnis aussehen? Ein komplexes Schiff im Weltraum zu zerlegen, ist nicht anpassen, es ist unverantwortlich und respektlos. Die Tempest hat zu viele neue Systeme mit neuen Funktionen, um spontan daran herumzuschrauben. Wenn wir Änderungen vornehmen, dann vorsichtig. Und mit Respekt. Es ist Ihr Schiff. Ich hoffe nur, Sie wissen, was Sie tun. Das hoffe ich bei dir immer, Mensch, Kollege. Ryder, ich weiß, es ist nicht... Danke. Okay, es ist vorbei. Gehen wir zurück an die Arbeit. In der Wachenkammer. Ja. Ich meine, das ist schon immer eine Arbeitsweise, die finde ich absolut abartig von dem Typen. Ja, ich weiß. Die finde ich absolut abartig, die Arbeitsweise von dem Typen. Egal, ob es funktioniert oder nicht, es kann halt auch mal schief gehen, wenn du da einfach dran rumschraubst, gerade im Weltraum. Ich meine, was willst du dann machen, ne? Du kannst nichts mehr tun dann, wenn es schief geht, das Ganze. Du musst dann irgendeinen Notruf absenden und wer weiß, wer den findet. Wir sollten immer funktionsbereit sein. Ich meine, er kann dran rumschrauben und Sachen reparieren, aber eben dann, wenn wir gerade mal auf der Nexus sind oder sowas. Dieser Typ ist ja wirklich vollkommen respektlos gegenüber allen anderen auf dem Schiff. Dumm, sich wegen so etwas aufzuregen, oder? Nö. Vielleicht hätten sie dabei sein müssen, als die Tempest gebaut wurde. Ich denke ständig daran und sehe dabei die Gesichter meines Teams genauso deutlich wie ihres jetzt. Wie heißt es so schön? Solange sich jemand an dich erinnert, bist du noch nicht tot. Ich meine... die Sache ist auch, Gil gehört das Ganze hier nicht, ne? Wenn es seins wäre, könnte er machen damit, was er will, aber er ist eben zusammen mit dem gesamten Team hier, also muss er auch mit dem Team arbeiten und das macht er nicht. Erinnern Sie sich für mich an Sie. Erzählen Sie mir, wer Sie waren. Serena trug das Parfum ihrer Bindungspartnerin noch Jahre nach der Trennung. Ich sehe die Muster vor mir, die Tion auf seinen Umweltanzug gestickt hat. Ich sehe Lucille und O'Connell. Vielleicht sind sie noch nicht völlig weg. Wenn sie ihnen Trost spenden und sie inspirieren, sind geliebte Personen dann wirklich tot? Es wäre nur sehr schwer, der Letzte zu sein, aber die Tempest überlebt uns sowieso alle. Ist sonst noch etwas? Dann konzentrieren Sie sich mal wieder auf Ihre Arbeit. Sie wissen, wo Sie mich finden. Jo, das tue ich. Aber schön, dass wir das jetzt endlich mal klären konnten. Ich wollte da schon lange mal, dass Ryder auch mal ein Machtwort spricht. Komisches Ding. Kaderaport ist echt grässlich, hm? Da erwartet uns bestimmt jede Menge Ärger. Und dann machen wir jetzt auch noch Jagd auf das Schiff des Archons? Sind Sie sicher, dass das eine gute Idee ist? Sie ist großartig. Vor allem, da wir keine anderen haben. Auch wieder wahr. Gibt es sonst noch etwas, das wir besprechen müssten? Gibt es noch etwas, das Sie mir über Kalinda erzählen möchten? Zu Hause gehörte sie als Botschafterin zur Oberschicht. Sie wurde respektiert und hatte alles, war aber unglücklich. Sie meinte, sie wäre für dieses Leben nicht geschaffen. Aufgrund ihrer Stellung wollte die Initiative sie als Erstkontaktspezialistin. Sie gehörte zu den Ersten, die aus der Stase geholt wurden. Kalinda war auch diejenige, die dafür gesorgt hat, dass ich früher geweckt wurde. Und dafür bin ich ja immer noch dankbar. Allerdings ist dann ziemlich schnell alles in die Brüche gegangen. Sie hat mich verletzt. Richtig verletzt. Was ist passiert? Ach, vergessen wir die traurigen Geschichten. Das ist alles Schnee von gestern. Also was denken Sie? Ist dieses Meridian das, wofür wir es halten? Alles, was wir gesehen haben, jedes Reliktsystem, das wir entdeckt haben, ist mit allem anderen verbunden. Die Bots, die Monolithe, die Gewölbe.
Es liegt also nahe, dass durch die Aktivierung Meridians das gesamte Netzwerk verbunden und das Terraforming in diesem Cluster wieder aufgenommen wird. Sie denken also, wir tun das Richtige? Oh ja. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. So, haben wir Pibi abgehakt? Hier ging es nur raus, ne? Ach nee, ach, das ist die Waffenkammer. Ja, ja, genau, doch, beides. Gut. Dann bleiben wir erstmal auf der Etage, würde ich sagen. Vetra hat sich ja gemeldet. Wollen wir erstmal Forschungszentrum oder sowas machen? Ach nö. Komm, wir gehen gleich hier rüber. Ne, hier war Suvi, ne? Nicht Suvi, Lexi. Ach, die heißen auch alle gleich. Furchtbar. Hier ist gar niemand, okay. Dann gehen wir mal zu Cora. Hier ist auch niemand. Na, sowas. Okay, dann schauen wir mal bei Gil vorbei. Mit dem müssen wir ja so oder so noch reden. Und da haben wir auch gleich noch... Advocatus Diaboli, okay? Drake, genau. Hör zu. Die Cats sitzen hier fest im Sattel und die Lage ist, wie sie ist. Sollten wir unsere Bemühungen nicht darauf konzentrieren, diesen Cluster zu verlassen? Sie meinen aufgeben? Weglaufen? Naja, wir wollten doch eine neue Heimat finden. Keinen neuen Feind, oder? Wir wussten, dass das ein potenzielles Szenario ist. Und wir haben den Sprung trotzdem gewagt. Wo sie recht hat, hat sie recht. Es gibt da etwas, das Sie wissen sollten. Ich finde hier ständig Krümel auf der Theke. Vergessen Sie, Strack. Ich nehme Ihnen den Küchendienst nicht ab. Ich denke, irgendwas knabbert an unseren Vorräten rum. Irgendwas, das nicht hierher gehört. Vielleicht sogar was Leckeres. Ah, okay. Ich halte die Augen nach blinden Passagieren offen. Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Okay, der Krümelspur folgen, na geil. Ich vermute, wir sollten in der Küche anfangen dafür. Aber gehen wir doch erstmal hier rüber. Gil, hier ist dieser Cat-Transponder. Der Spion hat darüber seine Befehle erhalten. Was brauchen wir von ihm? Den Ort, mit dem er verbunden ist. Damit müssten wir dann das Schiff des Archons finden. Okay. Glauben Sie, Sie kriegen das hin? Ich habe mir die Kettek angesehen, die wir bisher gefunden haben. Wir sind zwar in einer anderen Galaxie, aber die Gesetze der Physik gelten auch hier. Die Kommunikationsmöglichkeiten im Weltraum sind begrenzt. Hier, versuchen Sie es mal. Haben Sie etwa eine Verbindung? Scheiße, schalten Sie es ab! Vorsicht! Das ist eine Direktverbindung zu Leuten, die jeden auf diesem Schiff ermorden wollen. Sam. Ich habe die Koordinaten. Das Signal führt zum Tafino-System. Wollen wir das wirklich durchziehen? Dieser Vogel, ey, weißt du, der baut uns da jetzt eine Funkverbindung auf und erzählt dann, ah, Vorsicht, das ist eine Funkverbindung zu jedem, zu allen Leuten, die uns umbringen wollen. Ja, bist du bescheuert, dann machst du auch nicht einfach an. Du kannst es ja einrichten, aber du musst es ja nicht gleich anmachen. Ach, naja. Eigentlich wissen wir noch zu wenig. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Ich wusste, die Reise nach Andromeda würde gefährlich werden, aber scheiße. Das hier ist gefährlich. Nur wenn wir sterben. Na gut. Okay, mit Peeve war gerade irgendwas fertig, mit Peeves Geheimprojekt. Wahrscheinlich können wir dann nochmal zu ihr hingehen. Peeve Relict Scanner, okay. E-Mail von Peeve lesen. E-Mails müssen wir dann sowieso noch lesen, da kommen wir nicht drum rum. Und ansonsten Jagd auf den Archon geht weiter. Ganz wunderbar.